Ich mache mich heute mal wieder auf den Weg an einen ganz besonderen Ort. Wir hatten in dem vergangenen Jahr, also vor dem halben Jahr circa, schon mal eine Aktion dieser Art. Ich habe euch mit nach Berlin genommen zum Xbox-Event, zum 40-jährigen Jubiläum des Microsoft Flight Simulators. Falls das jemand verpasst hat, ich packe euch das mal unten in die Videobeschreibung rein. Heute geht's nach Sinsheim ins Technikmuseum und das sehen wir uns einmal gemeinsam an. Herzlich willkommen auf Andiana TV. Schön, dass du da bist. Und bevor ich jetzt hier losfahre, gucken wir uns erstmal an, wo liegt denn Sinsheim genau? Ich bin hier auf der Weltkarte im Microsoft Flight Simulator. Sinsheim liegt direkt an der A6 in Baden-Württemberg und zur besseren Orientierung wechseln wir hier einfach mal in die Drohnenansicht. Neben der Autobahn A6 sehen wir hier sehr schön auch das Stadion, die Heimatspielstätte der TSG Hoffenheim. Außerdem, ebenfalls hier sehr schön zu sehen, ist der kleine Rasenflugplatz Sinsheim ED94 und die ausgestellten Flugzeuge Concorde und Tupolev auf den Museumsdächern fehlen hier zwar, dennoch ist das Technikmuseum direkt an der A6 deutlich zu erkennen. Um eventuelle Wartezeiten an der Kasse bei der Ankunft zu vermeiden, habe ich mir ein Ticket und auch einen kleinen Museumsführer vorbestellt und zuschicken lassen. Der sogenannte Museumspass für Erwachsene ab 15 Jahren liegt bei 26 Euro, Kinder von 5 bis 14 Jahren zahlen 21 Euro. Der kleine Museumsführer liegt bei 3,50 Euro und so lag ich als erwachsene Einzelperson mit Versand bei 31,75 Euro. Okay, ich hab Bock. Let's go! Ich bin angekommen im Technikmuseum in Sinsheim. Es ist hervorragendes Wetter, auch wenn es bewölkt ist. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich stehe hier schon auf einer Plattform. Ich hoffe, man versteht mich gut. Es geht ein bisschen Wind, aber es ist trocken. Hervorragendes Wetter. Es ist auch sehr wenig los, was mich ein bisschen wundert. Seht ihr das im Hintergrund? Gucken wir uns alles an. Natürlich erst zum Schluss. Also ich habe jetzt mega Bock drauf, nachdem ich hier ein bisschen im Stau stand auf dem Weg hierher. War jetzt doch die eine oder andere Stunde länger unterwegs als gedacht. Aber ich glaube, der erste Eindruck, so wie ich das hier sehe, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, was machen wir? Brechen wir auf, oder? Auf geht's! Nachdem ich meinen Museumspass an der Kasse entwertet und eine weitere Zutrittskarte erhalten hatte für alle Bereiche, begann ich in Halle 2, also direkt unter der Concorde und der Tupolev auf dem Dach. Hier noch ein Tipp für all diejenigen, die sich ebenfalls einen Museumspass vorbestellen und nach Hause schicken lassen wollen vor ihrem Besuch. Falls ihr Interesse an dem sogenannten Museumsbuch habt, also nicht an dem kleinen Museumsführer, so wie ich ihn habe, sondern an dem Museumsbuch für 12,95 Euro, dann würde ich euch dazu raten, mit dem Kauf dieses Buches zu warten, denn zum einen reimt sich's und zum anderen bekommt ihr mit der Zusendung von eurem Museumspass eine Ermäßigungskarte für genau dieses Buch, um es vergünstigt vor Ort zu kaufen. Thank you.
Blue Flame und den DeLorean musste ich einfach neben den ganzen Flugzeugen hier auch zeigen. Der Museumsshop befindet sich in Halle 1 und rein vom Gefühl her würde ich sagen, bietet diese Auswahl hier nochmal on top einiges mehr als der Online-Shop. Vielleicht sieht man am Ende des Videos ja, was ich mir so ausgesucht habe. Und bevor es jetzt raus auf die Dächer geht, gucken wir uns doch gleich auch noch in Halle 1 ein bisschen genauer um. Ab sofort befinden wir uns jetzt hier im Außenbereich und überall, wo wir reingehen können, tun wir das natürlich auch. Wir beginnen hier auf Halle 1, bewegen uns dann über die unterschiedlichen Parkplätze, um dann auf Halle 2 zu gehen. Ihr wisst schon, die Halle 2 mit der Tante Yu, mit der Concorde, mit der Tupolev. Auf geht's! Thank you.
So beeindruckend das Ganze bis hierhin bereits für mich war, das absolute Highlight sind die Tupolev und die Concorde. Und genau diese beiden Maschinen sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Thank you.
So Leute, 5 Stunden Technikmuseum in Sinsheim gehen zu Ende. Ich habe mega viele Eindrücke, die ich mitnehme. Ich hoffe, ich konnte im Ansatz nur etwas davon vermitteln, was hier so geboten ist. Falls du selbst Interesse hast, hier mal herzukommen, ich verlinke alles unten in der Videobeschreibung. Einfach aufklappen, da stehen noch weitere Details zu diesem Museum. Und falls irgendwelche Fragen oder dergleichen offen geblieben sind, dann nutzt bitte sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Auch gerne für Feedback, falls du sagst, ich möchte gerne mehr Inhalte dieser Art sehen, dann lass es mich auch da gerne wissen, denn nur über euer Feedback kann ich auf Inhalte eingehen, ne, die ihr euch so vorstellt. Ich denke, wir sehen uns in einem der nächsten Community-Events mit dem Microsoft Flight Simulator entweder wieder oder in einem der nächsten Videos auf meinem Kanal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sollte dieses Video irgendwelche Outtakes verursacht haben, dann packe ich die jetzt noch hinten dran. Wünsche auch dabei noch viel Spaß und ja, dann sehen wir uns, würde ich sagen. Ich gehe jetzt noch und hab ein Essen. Bisschen was trinken. Was mache ich noch? Dann fahre ich heim. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche eine gute Zeit und bin raus. Ciao! It is fucking scary. Meh, meh, meh. Ich habe mein Mikro gar nicht da. Ich bin heute auf dem Weg nach Sinsheim. Halbe Strecke ist schon gefahren. Das ist Quatsch. Ich mache mich heute auf den Weg nach... It is fucking scary. Scheiße, Mann. Oh, jetzt geht ja ganz schöner Wind. Flugzeugmikrofone. Schau mal. Das ist stark. So Leute, jetzt fahre ich heim. Ich war noch im Shop und ein bisschen shoppen. Und was soll ich nicht glauben, ne? Die haben wunderschöne Interviewmikrofone von einer Fluggesellschaft, die jetzt nicht, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das, wenn ich vorher gehabt hätte, der ein paar Interviews führen können, ne? Aber ja, jetzt ist es zu spät. Ein bisschen was gegessen habe ich auch noch. Schmeckt hat es nicht. Und ein Käppi hat es auch noch gegeben, schon mal. Wunderschön. Und dann haben wir mal noch was gekauft, aber na, das zeige ich jetzt noch nicht. Das ist ein Geheimnis. Das gibt es irgendwann anders. So, auf geht's. This is fucking scary.